Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute ist der 22. März. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und ja, heute Morgen ist schon einiges passiert. Wirtschaftsdaten aus dem europäischen Raum kamen. Und ja, was soll ich sagen? Sie sind nicht gerade gut ausgefallen. Wir gucken uns das Ganze mal an und sehen hier Freitag, 22. März. Und ja, beginnen wir hier. Purchasing Manager Index Frankreich, okay, unter den Erwartungen, unter dem letzten Mal, alles okay. Jetzt aber Purchasing Manager Index Germany, ja, nicht nur unter den Erwartungen, sondern deutlich, deutlich schwächer. Und da müssen wir einfach dazu sagen, wie funktioniert so ein Purchasing Manager Index? Unter 50, und wir sehen, hier sind bei 44,7, deutet das Ganze eine Kontraktion an. Über 50 ist mit Expansion zu rechnen. Ja, und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, mal im Verlauf, dann sieht das Ganze ja nicht mehr ganz rosig aus. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt nicht so von ungefähr kommt, sondern das ist, diese Zahlen sind wie so ein Stich in so ein Hieb in so ein Wespennest, was jetzt auch wieder alle verrückt macht, denn wir haben ja nicht umsonst am Anfang des Monats die Zentralbanksitzung mit Draghi gehabt, der hier die Wachstumsprognosen nach unten genommen hat und die Geldschleusen nach oben geöffnet hat. Und der DAX hat dort drauf reagiert in der Form, dass er am Anfang dachte, okay, billiges Geld ist gut, gehen wir mal mit den Kursen nach oben, hat dann relativ schnell wieder abgegeben und hat sich dann so ein bisschen am US-Markt orientiert. Die letzten Tage aber ging es dann schon wieder nach unten. Und ihr seht hier, diese Rezessionsbefürchtungen, die kommen nicht von ungefähr. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass heute Morgen nach einem positiven Start der DAX deutlich, deutlich in die Knie gegangen ist, Tagestiefs von gestern unterschritten hat. Das Ganze gucken wir uns jetzt hier mal ganz genau an. Wir beginnen also heute mal mit dem DAX. Das ist der Juni-Kontrakt. Und wir sehen hier, das waren die letzten Tage im Juni-Kontrakt, ging schon nach unten. Heute hier nochmal ein neues Low. Ja, um die 11.450 bis 11.400 und auch da der ganze Bereich, das sehen wir, wenn wir uns den Endloskontrakt angucken, ist eine deutliche Kaufzone. Also wir sehen hier, das ist ein Unterstützungsbereich. Bezeichnet es auch immer als ein Gleichgewichtsbereich, wo der Markt sich wohlfühlt. Also wir sehen hier, dieser Bereich ist aus Trading-Gesichtspunkten blöd, weil der Markt sich nicht richtig bewegt, also weder nach oben noch nach unten im Trend, sondern in dieser Range hin und her geht. Und wir hatten ja schon gesagt, wir sind hier relativ schnell wieder zurück in diese Range zurückgefallen. Da sind wir jetzt. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen die Fakten zusammenzählen. Auf der einen Seite haben wir im großen Bild, wenn wir uns das ganz große Bild uns gucken, gehe ich nochmal zurück und ziehe den Chart mal wirklich auf hier über die letzten Jahre. Ja, so. Also gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und wir sehen hier 2016, bumm, ist der Markt nach oben explodiert. Das Ganze kam nach einer Reihe von Befürchtungen über Rezession, Befürchtungen über Zinserhöhungen in den USA und so weiter. Das ist dann aber durch die Politik der amerikanischen Notenbanken, Trump-Wahl und was alles auch gekommen ist, letztendlich gut ausgegangen. Und wir sind seitdem, sind wir auf dem großen Bild in einem Abwärtstrend im DAX. Das heißt, wir sind hier wieder in einem Abwärtstrend. Und die Frage ist, was könnte hier so eine Bewegung wie 2016 auslösen? Weil viele fragen sich, sind wir in dieser gleichen Situation? Haben wir sozusagen eine ausgeprägte Konsolidierung hinter uns? Das ist hier die ausgeprägte Konsolidierung mit dem Hoch, dem Tief. Ja? Oder wird sich diese Konsolidierung weiter fortsetzen? Wenn wir uns jetzt mal heute an den Fakten, die uns vorliegen, orientieren, also ohne, dass wir jetzt versuchen, hier eine Kaffeesatzleserei zu machen, ja, dann gehe ich jetzt nochmal bitte hier rein und wir schauen uns nochmal an, was dieser Purchasing Manager Index. Schauen wir nochmal an, 2016, wir beginnen in dem Jahr und wir sehen hier kontinuierliche Verbesserung des Purchasing Manager Index bis 2018. Ja, vorher in den Jahren hatten wir hier
einen Rückgang. Das war eben dieser letzte Rückgang auch im DAX. Und wir haben natürlich seit 2018 einen Rückgang, der jetzt aber, und da seht ihr hier, der weist hier mal Werte auf, die kommen hier in den Bereich 2012 hinein. Also wirklich in einen ganz bedrohlichen Bereich. Was ist Unterschied zwischen 2012 und 2019 ist eigentlich die Ausgangssituation, in der die Notenbanken stehen. 2012 gab es noch jede Menge zu tun für die Notenbanken. Nämlich man hat hier im Prinzip ja die Bilanzen extremst erweitert. Das ist theoretisch immer noch denkbar und man muss sich nur eben die Frage stellen, ist es politisch durchsetzbar? Auf der einen Seite, also wir haben, und ist es technisch machbar? Wir haben Folgendes, wir haben das Problem der EZB, was wir im Marktkommentar schon mal vor einigen Monaten angesprochen haben, dass sie ihr Bond-Buying-Programm natürlich fortsetzen kann, aber sie sind an Größenordnung gestoßen, die dazu geführt haben, dass man fast ein Drittel, also an die 30% der Staatsschulden von einigen Ländern bereits akkumuliert hat. Also zum Beispiel der Staatsschulden der Bonds, der ausstehenden Bonds, so müssen wir es formulieren, um es richtig zu sagen. Zum Beispiel vom deutschen Markt. Damit sind die Bondmärkte leergefegt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man erhöht diese Grenze. Das wirft zwei Probleme auf. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Markt komplett leergefegt wird von einer Zentralbank, dann, also je weniger Angebot dort ist, umso schwieriger wird die Kursstellung und illiquider wird der Markt. Natürlich führt das dazu, dass die Kurse nochmal weiter steigen. Das sehen wir auch gerade beim Bund Future. Aber die Funktionsfähigkeit des Marktes wird immer weiter beeinträchtigt. Daran kann die Zentralbank auch kein Interesse haben. Die andere Möglichkeit ist, man weitet diese Bond-Buying-Programme aus. Man hat das ja schon gemacht auf Corporate Bonds. Man kann das auch ausweiten, wie es die Schweizer Zentralbank macht, zum Beispiel auf Aktien. Das wäre ein klassisches Argument für eine riesengroße Rallye im Aktienmarkt. Aber dann müssen wir uns die Frage stellen, ist die EZB dazu in der Lage? Und wir wissen die Diskussion, die es schon gegeben hat um das Bond-Buying-Programm. Damals ist das rechtens, ging vom Bundesgerichtshof und der Walter. Letztendlich hat man gesagt, ja, ist rechtens. Nur, das war in einer anderen politischen Situation, als wir heute sind. Und man muss die große Frage stellen, ob es der EZB auch wirklich erlaubt sein sollte, Assets wie Aktien zu kaufen oder Immobilien, wie es eben die Schweizer Zentralbank macht. Also das wäre hier noch denkbar, aber im Moment haben wir einfach von der Faktenlage her, und da kommen wir jetzt wieder zurück, wir haben von der Faktenlage her, dass der Markt hier, der Bondmarkt spielt ein klares Rezessionsszenario. Die Zentralbank hat es im Hinterkopf und die Daten, die jetzt hier kommen, die bestätigen das. Das sehen wir hier. Wir sehen hier diesen deutlichen Rückgang heute am Beispiel dieser Zahlen. Und natürlich können wir sagen, ja, das sind jetzt nur einige Zahlen, aber, und das ist eben ganz, ganz wichtig, was wir hier auch sagen müssen, wir haben letztendlich, ich wollte euch nochmal das Jahr 2012 zeigen, auch hier dieser große Rückgang und dann die Erholung, die Daten reihen sich in ein Gros von anderen Daten ein. So, das heißt also, wir haben von der fundamentalen Seite hier erstmal im Moment wenig Unterstützung. Wir haben auch noch ein paar Themen auf dem Tisch. Ne? Wir haben nächste Woche den Müller-Report, der Mueller-Report für die Vereinigten Staaten über Trump. Wir haben natürlich die Brexit-Diskussion, die jetzt hier sich extrem zugespitzt hat, denn im Prinzip müssen die bis 12. April Bescheid sagen, was sie jetzt wollen. Und das hat die EU gestern klar gemacht. Wir haben natürlich noch keine Lösung im Handelskonflikt mit China. Und wenn wir uns das dann hier anschauen, wir sehen dieses Tief hier, wir sehen dieses Hoch. Klar, das sieht aus wie eine klassische ABC-Korrektur, aber der Markt hat im Moment nur das letzte Tief getestet. Und beide Möglichkeiten, der Pass, den ich hier nach unten zeige und der hier nach oben, sind beide offen. Die Richtung wird meines Erachtens extrem davon abhängen, zu welchen drastischen Schritten sich die Zentralbanken und unsere Fiskalbehörden noch entscheiden können. Das heißt, gibt es Steuersenkungen in Deutschland? Ja, Punkt 1. Gibt es Aktienkäufe
Punkt 2 von der Zentralbank. Das würde so ein bullisches Szenario unterstützen. Ihr könnt euch jetzt selber die Wahrscheinlichkeiten beantworten. Wenn ihr das mit eher unwahrscheinlich beantwortet, dann ist das hier unten der wahrscheinliche Pfad. Ja? So. Und für uns ist es immer wichtig, wenn wir jetzt einmal die Faktenlage uns umgucken, fundamentalen Daten verschlechtern sich. Wir wissen ja nicht, was in Zukunft passiert. Also da müssen wir immer offen sein für die Zukunft. Aber wenn wir uns jetzt das erstmal so anschauen und gucken, wie sind dann die Trends, und da haben wir hier im Moment eher noch nur eine Bewegung gegen den Hauptabwärtstrend hier. Und wir sehen natürlich hier, die kurzfristigen Trends waren noch aufwärts, aber die sind hier gerade wieder dabei, sich zu normalisieren. Also im Moment würde ich den DAX weder als aufwärts noch als abwärts einstufen. Ich würde ihn als neutral einstufen. Aber er hat eben durchaus das Potenzial, wieder die Richtung einzunehmen, die wir schon 2018 haben. Und da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das größte Argument, was im Moment noch dagegen spricht, dass wir stark fallen, sind einfach die extremen Dividendenrenditen, die wir im Vergleich zu den Renditen am Anleihenmarkt, die wieder schön die Nullgrenze erreicht haben, sehen. Ja, das ist ein Argument, was noch für Kursstabilisierung spricht. Aber es ist eher für Stabilisierung als für den fallenden Markt. Und ja, das ist die Situation am DAX. Wenn wir uns jetzt back to the roots, zu den Techniken beschäftigen, ja, und dann gehen wir jetzt hier hin und schauen uns als erstes mal den Viertelstundenchart an. Und dann sehen wir schon hier, hat sich in den letzten Tagen eigentlich eine deutliche Abwärtsbewegung etabliert, ist heute Morgen nochmal bestätigt worden. Der Markt wird jetzt hier wahrscheinlich diese Range ein bisschen ausnutzen, aber das ganze Szenario hat erstmal, ich will es mal so formulieren, nach oben erstmal einen Deckel drauf gemacht. Ich sehe im Moment den DAX 11.750 bis 11.850 Deckel oben drauf. Und da müsste einiges passieren, dass wir da durchstoßen, dass irgendjemand den Deckel abnimmt. Wir sehen allerdings auch noch nicht unmittelbares Abwärtspotenzial, weil es einfach die Markttechnik nicht hergibt. Ja, wir haben im Moment noch nicht dieses Muster fallende Hochs und fallende Tiefs auf den größeren Zeiteinheiten. Und das ist wichtig, weil erst wenn die Zeiteinheiten wieder synchron sind, wir wieder voller Aggressivität auf den Markt legen können. Und das ist im Moment nicht der Fall und deswegen ein bisschen Zurückhaltung. Also entweder doppelter ATR-Tag in die eine oder andere Richtung oder Sequenz. Und wir haben jetzt hier gerade mal von den 60 Minuten hoch und tief gemacht. Und das Tief war noch nicht mal signifikant. Wir wissen, 11.400 ist eine wichtige Unterstützung. Wir wissen allerdings auch, wenn die fällt, wird es immer wahrscheinlicher, dass der Markt hier sich weiter nach unten entwickelt. Trotzdem. Ihr seht schon an dem, wie ich das sage, der DAX ist im Moment noch in einer Pattsituation. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass der US-Markt einfach ein komplett anderes Bild aufzeigt. Wir haben im US-Markt wirklich einen soliden Aufwärtstrend. Und jetzt kommen wir wirklich, diejenigen, die in dem Take-Off-Live-Trading-Room sind, da haben wir einen Trade gepostet, den wir gerne hätten machen wollen. Im Bereich bei 2810,5. Das war das Limit. Wir haben es dann gestern rausgenommen. Ich will euch kurz zeigen, wir hatten diesen Trade, also wir wollten gerne hier kaufen, da wo die rote Linie ist, da wo der Punkt ist. Der Markt ist auf 13,75 gegangen. Wir haben es echt knapp verpasst und unser Kursziel war hier oben die 60, was wenige Stunden später dann leider erreicht wurde, somit dann auch die Trade-Idee hinfällig wurde. Aber ihr seht, im Moment haben wir hier noch massive Kräfte, die nach oben arbeiten im US-Markt und wir haben einfach Aufwärtssequenzen. Und die große Frage, die wir uns stellen müssen hier, ist mit dieser Aufwärtsbewegung, die wir hier sehen, welchen Charakter hat diese Aufwärtsbewegung? Ist das eine Bewegung zu neuen Tops oder ist das eine der größten Bärmarkt- und Fake-Rallies, die der amerikanische Markt gesehen hat? Das ist eine Frage, die noch aussteht. Also ich bin im Moment so ein bisschen, auch wenn es auf kleinerem Maßstab ist, aber ihr wisst, ich bin jetzt 28 Jahre beim Trading dabei. Ich will euch kurz sagen, was diese beiden Situationen miteinander gemeinsam hatten.
Wir hatten im Jahr 2000 eine absolute Euphorie erlebt und davor, also in Ende der 90er. Viele erinnern sich noch an neue Marktphänomene in Deutschland, aber die amerikanischen Aktienmärkte, die Dotcom-Blase, die Internetblase, wie sie entsprechend geplatzt ist, wir erinnern uns daran. Und jetzt kommt eigentlich, worauf ich hinaus möchte. Wir sehen hier diese Aufwärtsbewegung, die nach einer Korrektur im Jahr 98, 99, dann in den 9er Jahren nochmal den Markt extrem nach oben geschoben hat. Diese extreme Aufwärtsbewegung, die haben wir auch in 2017 und 2018 gesehen. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, ist eigentlich auf folgende Situation. Also, zum einen hatten wir nochmal eine mega Aufwärtsbewegung im März 2000. Und das war hier diese Rallye. Die mag euch jetzt relativ klein vorkommen, aber wir müssen ja auch immer prozentual denken. Wir sind hier auf dem mittlerweile fast doppelten Niveau. Also, das heißt, wir brauchen absolut eine doppelte Kursbewegung, um das hier gleich zu machen. Und wir hatten eben diese Aufwärtsbewegung, nachdem es eine Korrektur am Anfang gab. Und das kommt mir dann jetzt hier eine Korrektur und wir haben diese Aufwärtsbewegung. Und ob die Aufwärtsbewegung jetzt hier zu neuen Hochs führt oder an die Hochs führt, das ist jetzt erstmal egal. Aber was dem gemein hatte, war, dass jeder Angst hatte, die nächste große Rallye zu verpassen. Und danach sieht es im Moment wirklich im US-Markt aus. Obwohl wir wirtschaftliche Daten reinbekommen, fast mit jeder Sitzung, ja, die nicht für Wirtschaftswachstum sprechen, sehen wir einen Markt, der kaum korrigiert, der selbst von den kleinsten Korrekturniveaus, so wie wir es hier auch wieder gestern gesehen haben, extrem nach oben schießt und jeder möchte dabei sein. Und das erinnert mich einfach jetzt nicht unbedingt genau vom Chartbild, aber von der Situation her extrem an diese Zeit. Und diese Ungeduld bei den Anlegern, diese Gier bei den Anlegern, die stimmt mich zumindest vorsichtig. Ich weiß aus den Jahren damals, dass solche Rallyes extrem brutal nach oben noch relativ lange gehen können. Ich weiß aber auch, wenn sie dann drehen, das ist der Kater, den die Leute dann 2000 bis 2002 und 2003 erlebt haben, dass dann brutal in die andere Richtung geht. Und hier möchte ich jetzt einfach wieder Folgendes, dass ihr Folgendes unterscheidet. In unserem Trading gucken wir natürlich, wie ist das Wetter heute. Also wir gucken raus, sehen, es ist geiles Wetter, also gehen wir long. Ja? Und das würden wir im September auch noch machen. Aber im September wissen wir, Mensch, jetzt die Tage sind noch sonnig, aber im Oktober, November, Dezember wird es dann immer schlechter und die Sonnentage werden kürzer. Und das heißt, kurzfristige Positionierungen in Richtung des Trends sind immer noch weiter sinnvoll. Aber langfristig würde ich hier sagen, befinden wir uns eher am Ende eines größeren Zykluses, zumindest so wie es die Fundamentaldaten darlegen und rate dazu extremer Vorsicht. Und deshalb gilt jetzt hier bei uns im Moment, S&P ist noch aufwärts. Im Moment, wir würden den S&P noch kaufen, keine Frage, weil er entsprechend noch long ist. Aber langfristig würden wir die Finger davon lassen. Und dafür sprechen auf jeden Fall auch die Bondmärkte. Und ich möchte euch bei den Bondmärkten eben darauf hinweisen, dass wir ja heute im Bund Future eben wieder eine extreme Aufwärtsbewegung gesehen haben, die für uns ja nicht ganz unerwartet kam. Wir haben den Bund Future auch wieder gekauft. Wir haben gesagt, hier ist der Bund Future. Wir hatten hier schon die Aufwärtsbewegung. Wir hatten diese Bewegung hier als Korrekturbewegung ausgemacht. Ja, und jetzt geht es hier eben schon wieder in die nächste Stufe. Ja, und wenn wir Bund Future uns anschauen, Daily, ja, das ist jetzt hier der Juni-Kontrakt, der ist in einem klaren Aufwärtstrend. Jetzt gucken wir uns den Endlos-Kontrakt an. Und da, was haben wir gesagt? Wir schließen das Kontraktwechselgap. Auf jeden Fall. Das haben wir im Prinzip gemacht, weil hier diese Anzeige ist nicht ganz genau. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen auch hier, wir haben jetzt diese Zone hier erreicht, aber wir sehen auch, die Trends sind weiter aufwärts und es spricht nichts dagegen, dass der Bund Future noch weitere 2, 3 Punkte nach oben jetzt auch wieder weiter steigt. Also wir haben hier bei den Bondmärkten im Moment einen ganz klaren Aufwärtstrend und
Jetzt habe ich den Marktkommentar heute relativ lang geredet, aber wenn ich mal alles zusammenfasse auf einen wenigen Satz, dann ist es so, Situation an den Aktienmärkten ist vielleicht unklar, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber an den Bondmärkten wird ein ganz klares Szenario gespielt, das heißt Rezession. Wir haben ganz klare Trends, das sind Aufwärtstrends. Also die Markttechnik stimmt mit den fundamentalen Daten überein. Wir haben hier ein Bild, was wir als Trainer einfach aus sind, nämlich wo alle Puzzleteile zueinander passen. Und deshalb liegt einfach unser Trading-Fokus im Moment auch, das habt ihr im Future Live Trading Room gestern gesehen, das habt ihr im Future Live Trading Room heute wieder gesehen, auf den Bondmärkten. Wir wollen die Bondmärkte long sein, wir sind die Bondmärkte long und wir halten es hier auch für weiterhin möglich, dass der Bund Future Richtung 167 geht und auch, dass der T-Bond Future, der im Moment bei 147 ist, den ich ja nach der Zinsentscheidung hier gekauft habe, wir können es mal uns gerade angucken, hier T-Bond Future, da war die Zinsentscheidung, haben wir trotzdem noch gekauft, der notiert jetzt hier schon weiter höher und wir gehen aus, dass dieser T-Bond Future, ZB, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob er mir das macht, ja, wunderbar, das sind die amerikanischen Bonds, ja, und da seht ihr, für mich ist im T-Bond Future die Bewegung das hier, was uns jetzt in den nächsten Zeit erwartet. Das heißt, wir haben hier eine ABC-Korrektur abgeschlossen auf großer Ebene. Und das heißt, wir haben Kaufsignale bekommen, die Sequenzen sind aufwärts und die Langfristtrends sind hier aufwärts im T-Bond Future. Wir haben eine große Korrektur abgeschlossen mit dem Zinserhöhungszyklus der FED, der mittlerweile vorbei ist. Die FED hat einen neuen Kurs eingeschlagen. Und ja, von daher ist eben, wenn wir jetzt einen Strich unter alles ziehen, müssen wir sagen, Aktienmärkte, wir wissen noch nicht genau, was da los ist, was da passiert. Bei den Bondmärkten, da haben wir im Moment einfach ganz klare Profile und deswegen bevorzugen wir sie zum Trading und die sollten eben unser Schwerpunkt sein. Und ja, das heißt eben Bund Future und T-Bond Future traden. Gehen wir jetzt auf den Bund Future drauf, weil das ist das, was wir in den Live-Trading-Räumen hauptsächlich machen. Dann sehen wir heute mit dem neuen Verlaufshoch hier diese starke Bewegung, sehen wir, dass das letzte Top hier ist. Das heißt, wer jetzt nicht drin ist, und also wir haben heute schon den Trade gemacht und sind jetzt hier auch schon raus. Also kann ich euch nochmal gerade kurz zeigen. Ja, wir haben heute Morgen gekauft. Wir sind jetzt hier oben raus, haben 50 Punkte eben in diesem Trade hier mitgenommen. Und die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, ist natürlich, wie geht es weiter? Ich habe schon gerade beantwortet, ist long. Die andere Frage, wo gehen wir wieder rein? Rücksetzer auf dieses Ausbruchslevel. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen abwarten, dass er ein bisschen zurückkommt. Hoffentlich nochmal, um wieder einen neuen Einstieg hier in den Trend zu machen. Aber das ist unser Plan, den wir für den Rest des Freitags haben. Also Rücksetzer im Bund Future und auch im T-Bond Future kaufen. So, jetzt noch ein kurzes abschließendes Wort zum Euro-US-Dollar. Ich habe heute Morgen im Büro schon zu meinen Kollegen und Mittradern gesagt, das ist so ein bisschen Ping-Pong, den Euro und US-Dollar spielen. Ja? Wir hatten hier an dem Tag Korrektur der Wachstumsprognose von Draghi. Also Euro geht nach unten, weil Draghi sagt, Wirtschaft ist schlecht, also muss Euro nach unten gehen und er will eben mehr Geld drucken. Dann haben wir hier an diesem Tag, wo es so stark nach oben ging, haben wir entsprechend der US-Dollar, Rücknahme der Wachstumsprognose, Ausweitung des Gelddruckprogramms der FED, also hier wieder im Wechselspiel. Also erst macht der eine, dann macht der andere die lockere Geldpolitik. Das schwächt natürlich dann entsprechend den US-Dollar, stärkt den Euro, ist nach oben. Jetzt haben wir heute wieder schlechte Wirtschaftsdaten aus der Eurozone bekommen. Natürlich, logischerweise geht es dann hier weiter nach unten, weil schlechte Wirtschaftsdaten heißt immer auch, dass die Währung mit drunter leidet. So, wenn ihr mich jetzt fragt, wie geht es weiter? Ich behaupte mal Ping-Pong. Ja, das heißt, wir werden die Wirtschaftsdaten uns weiter aus USA und Europa angucken und wir werden wahrscheinlich sehen, die wechseln sich ab mit schlecht. Also schlechte Europa, schlechte USA. Und dadurch haben wir immer das, was wir auch schon vorher gesehen haben, wir haben eine Pattsituation, die ist vom Ping-Pong ganz gut beschrieben wird, nämlich hin und her. Und es gibt einen guten Trader, eine gute Traderweisheit, mit der möchte ich heute den Marktkommentar abschließen. Hin und her macht Taschen leer. Und das bedeutet,
letztendlich, man kann das unterschiedlich interpretieren, aber letztendlich heißt das ein Markt, der ohne klaren Trend ist. Und das sollten wir hier mal so feststellen für den Euro. Und auch fundamental jetzt nicht angestoßen ist, dass eine Seite deutlich überwiegt, weil wir Wachstumssorgen in beiden Ländern haben. Da lassen wir die Finger von. Und wenn ihr jetzt heute aus dem Marktkommentar die wichtige Message mitnehmen sollt, dann wäre die, wir haben Märkte, wo wir klare Sicht haben, ja, auf viele, viele Kilometer. Wir haben Märkte, wo wir nicht wissen, wie die Sicht ist. Und wir haben Märkte, wo es absolut neblig ist. Ja, das wäre der Euro-US-Dollar, wo wir gar nichts sehen. Dazu im S&P, ja, können wir auf Sicht traden. Und die klare Sichtweise, die haben wir bei den Bondmärkten. Und ganz einfach, wenn ihr mich fragt, was bevorzuge ich, dass ich so weit gucken kann, wie es geht. Also Bondmärkte voraus. Tja, das waren sind die Trade-Ideen, die wir für heute gehabt haben. Und ihr habt ja gesehen, im Bondmarkt haben wir schon umgesetzt. Vielleicht kriegen wir noch mal eine zweite Chance. Anderer Bond-Trade läuft noch im T-Bond Future. Und that's it. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bin dann gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Und vielleicht kriegen wir auch dann mal irgendwann klare Sicht wieder bei den Aktienmärkten. Im Moment auf jeden Fall noch nicht so. Bis dann, bye bye, euer Birner.